Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oceans 3 Einbruch im Jackladen. Oder anders ausgedrückt, bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ja, wir sind eingebrochen hier im Jackladen. Und hier gibt's viele Objekte, oh mein Gott. Aber schauen wir uns mal ein bisschen. Lebt da noch was drin? Ich hoffe es nicht. Eine Schneekugel ohne Schnee. Nur noch mit losen Teilen drin. Die kann man doch auch schütteln, oder? Ja, egal. Ein Gong. Ein uralter langolischer Gong aus dem 2. Jahrhundert vor dem 3. langolischen Winter. Ein Pullover. Wo ist denn der Mann hin? Irgendwie ist der verschwunden. Eine der ist altmodische Kasse. Was kostet die Welt? Bestimmt mehr als 1000. Eine seltsame Wand, die können wir sogar benutzen. Seltsam. Seltsam. Ja, arg seltsam. Was soll denn das sein? Hat sie noch irgendwas dran? Was riecht muffig, nass und nach Jack? Bewegt sich aber nicht. Richtig, eine Jack-Statue. Leider nicht die, die wir suchen. Na, hätten wir die nicht mitnehmen können? Seltsam. Aber an der Wand können wir auch nichts machen. Schauen wir hier mal? Nein, ich glaube, ich lasse die zwei noch draußen. Die machen nur Chaos. Und Jackfritz muss hier irgendwo sein. Nein. Okay, da können wir nichts machen. Ein blickdichter Vorhang. Hübsche Farbe. Okay, und hier sind Bücher. Moby Jack. Die Jacks von der Tafelrunde. Hier eine Jackhorn? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz gewöhnliche Feile. Ja, aber für Jackhorn. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Feile, Feile, Segen, 7 Tage Regen. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, es tut mir doch nicht allzu gut, allein zu sein. Den Pullover haben wir. Wie schön. Was können wir noch machen? Hier muss noch kaputte Diele. Was ist mit dem? Habe ich die kaputt gemacht? Das tut mir leid. Mein Kopf ist halt sehr kastig. Und hier ist noch was riecht muffig, nass und nach Jack. Bewegt sich aber nicht. Richtig. Ein Jackteppich. Den können wir auch irgendwie benutzen. Nasses Jackfell anfassen. Meine demnächst Lieblingsbeschäftigung. Oh, sieh mal an. Spuren einer Geheimtür. Oh, okay. Und die Frage ist jetzt, was können wir mit der Geheimtür hier machen? Oh! Na? Mist, da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Na, jetzt habe ich den Text übersprungen. Hier im... Im... Ich sollte jetzt wirklich langsam ein gutes Versteck finden. Ja, wo? Vorhang. Mist. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. So schließt man die Tür ab. Und tschüss. Okay. Mussten wir uns jetzt die Geräusche etwa merken? Nein! Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spieleerfahrung. Eine Geheimtür? Ja, klar, klar. Es ist eine Geheimtür, aber was... Hier ist ein Notenblatt. Hier hat sich Jackfritz einen Spickzettel geschrieben. Intelligent. Ja, dann schaut drauf. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Rasche, rasche. Klar bin. Kling, klang, klong. Intelligent.
Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Okay, nochmal. Ich bin also... Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die... Ja, danke. Nochmal anhören. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Rasche. Klar bin. Kling, klang, klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Okay, nochmal. Das also. Ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Schneekugel? Klar bin. Kling, klang, klong. Klingel, Gong, Kasse. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Na, wo ist das? Ist das irgendwas mit der Jack-Statue? In den eigenartigen Geheimraum will ich lieber nicht alleine reingehen. Vielleicht sollte ich ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise, meine Freunde reinholen. In den eigenartigen... Vielleicht okay, dann nehmen wir sie halt rein. Hola. Okay, also. Gehst du mal aus dem Weg hier, Chili? Danke. Hier. Raschel. Raschel, nein, raschel. Das war wohl nicht richtig. Nochmal von vorne. Hä? Raschel. Ist doch raschel, raschel. Klingel. Klar bin. Dann Gong. Kling, klang, klong. Dann die Kasse. Und zum Schluss die Jackzunge. So schließt man die Tür ab und andersherum wieder auf. Mann, das muss ich mir echt mal merken. Ach, andersherum. Alles auf Anfang. Mist. Okay, also dann zuerst die Jackzunge. Dann die Kasse. Dann der Gong. Kling, klang, klong. Dann hier drüben. Klar bin. Klingel und zum Schluss die Schneekugel. Rasche, rasche. Ja. Oh, welche chorale Klänge. Hat Chili... Schieb. Ja, die haben irgendwie nie was zum Sagen. Es wäre cool, wenn man die auch irgendwie mit ins Spiel einbinden könnte. Aber ja, die sind irgendwie nur Statisten. Los geht's! Was für ein merkwürdiger Raum. Also die Statue finden wir hier nicht. Dafür ist ihre molekulare Struktur zu weiträumig. Aber vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig! Also gut, suchen wir mal. Wie man das in so einem Spiel wohl macht. Die Bilder da hinten machen mir echt Angst irgendwie. Das sind sehr, sehr merkwürdige Poster. Und offenbar die neue Yak Fashion Frühjahrskollektion. Hier modelt der Modedesigner noch selbst. Oh mein Gott, und wenn der das schon sagt, dass es seltsam ist, dann ist es doppelt seltsam. Schauen wir uns hier mal um. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Lichtschalter. Erkenne ich das leichte Grün? Alter Gamma-Strahlung in dem Jakob. Das erinnert mich an meinen ersten Brand. Ja. Da bereite ich den Spuk bereits. Okay, das war echt ein bisschen strange. Seltsam. Ein Jakob mit drei Augen. Eine Neuzüchtung? Hier hat es irgendeinen Schreibblock. Schauen wir uns da mal um. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Ja, und was hat er dann? Vielleicht will ich da mal Notizen machen. Oder einen Malkurs. Oder jemanden pieksen. Ja, aber wenn ich den doch abreibe... Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, wollte ich eigentlich probieren. Aber vielleicht kann ich... Hallo? Andersrum? Das funktioniert so.
Ja, ich wollte ja nur das Graphit irgendwie ab. Okay, was haben wir denn noch hier in dem Raum alles? Wir haben einen Mülleimer, den wir durchsuchen können. Sieh mal an. Stell dir vor, ich hätte den hier nicht gefunden. Ein Desaster. Okay, stumpfer Bleistift mit Anspitzer gibt spitzer Bleistift. Und Jackhornfeile mit... Das hast du nicht gerade... Na, okay. Ah, so muss man es machen. Okay, was hat er denn geschrieben? Jack Fritz hat tatsächlich Jack-Joghurt an Eisenbeißer Willi geliefert. Aber der Auftraggeber war... Moment. Ich kann's nicht lesen. Mist. Gut. Damit endet dieser Fall hier. Vielen Dank. Ich verschwinde. Könnte mir jemand helfen, dieses Kostüm auszuziehen? Och nö, Menno. Ich will aber weiterspielen. Vielleicht, wenn wir in der Zeit zurückgehen und schauen, wenn Jack Fritz was schreibt. Das ist total möglich, aber wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Oh nein. Yippie, weiter geht's. Ach Mist. Und das Schlimme ist, wir haben schon einen Fluxkompensator. Aber woher bekommen wir jetzt Plutonium? Ein Notizblock. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Oh, Moment mal. Party! Ja, schon. Oh nein! Ich bin vorher schon drüber gefahren und wir haben hier Plutonium, Hörner. Oh mein Wischel, ich muss schon die radioaktiven Jackhörner. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Da bereite ich den Spuk mal. Müssen wir Jackhornpfeile mit Jackhorn? Hallo? Ja, ich will ja nur die Grünen. Ah, Moment, ich muss es doch in Party-Modus machen. Lass den Arm, blüht mir zu, richtig lauschig. Jack. Brauch ich da. Bist du schon einmal angespuckt, dann gehst du wieder zu deinem. Du musst nur genug Abstand halten. Ich habe zu kurze Arme. Lecker Joghurt, morgens, mittags, abends gibt es nur von deinem Kuschel. Ein Häufchen Plutonium nicht gerade beruhigt. Nur leider ist die Feile dabei geschmolzen. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ja, ihr könntet euch in der Feile verletzen. Okay, man hat es jetzt nicht gehört, aber ich konnte es unten dann nicht lesen. Oh, ja, die Musik war ein bisschen arg laut, aber... Jack. Okay, wir haben Plutoniumstaub, garantiert ungefährlich, einen Fluxkompensator und wir brauchen jetzt noch irgendwie einen fahrbaren Untersatz, damit wir die nötige Geschwindigkeit bekommen. Ja, schauen wir deswegen mal wieder raus zum Jackshop. Und ich glaube, wir haben doch draußen einen fahrbaren Untersatz. Wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Und dem ist nicht aufgefallen, dass sein Fenster irgendwie kaputt ist. Ich meine, wir könnten das Jack hier irgendwie nehmen. Oder wir leihen uns den Motorroller hier aus. Ah, ein fahrbarer Untersatz, wie der Busch ihn brauchen könnte. Hey, das ist mein Motorroller. Du wolltest doch den hier. Komm, glücklich Lanko. Damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Wieso ist er jetzt immer noch unglücklich? Der traurigste Bewohner, wenn ich ihm den Ring zurückgehe. Dumme Frage. Er wird ja heiraten. Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar. Ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Ach, er will das Jack heiraten. Ah!
Okay, jetzt kombinieren wir Flux. Das funktioniert so nicht. Na, okay. Fluxkompensator mit. Das hast du nicht gerade. Doch, habe ich probiert. Oder müssen wir einfach nur Briegel und die anderen ansprechen da damit? Gehen wir mal nochmal rein. Jack, 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 jack. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Also, wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Haben wir. Fluxkompensator. Hallo? Okay. Geben wir das mal. Kriegen. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen Fluxkompensator. Kriegst du. Hier ist der Flux. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506/2259. Ach, man hätte auch sagen können, zwei Drittel. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium. Hier, bitte. Danke, Bernd. Jack, jack, dann jack, jack. Wollen wir mal sehen. Der erste plutoniumbetriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutoniumbatterie zu... grün. Darf ich dran lutschen? Okay, 80 Meilen pro Stunde weiß ich jetzt nicht, wie wir das... Ist das Ding sicher? Natürlich, Bernd. So sicher wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, eben sein kann. Also nicht. Ja, viel Spaß. Danke. Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Den Witz kenne ich doch irgendwoher. Aber die Rätsel schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, in der neuen Runde hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Der Witz, ich fand ihn bei Book of Unwritten Tales 2 fand ich ein bisschen besser umgesetzt, aber ja, ist trotzdem nett. Ich danke dir vielmals fürs... Ich muss mich verstehen. Ja, ich weiß, mache ich sofort. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.